Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ihr seht hier hinter mir die Bernauer Straße in Berlin-Mitte. Hier hat heute die Initiative für Palästina zu einer Demonstration aufgerufen gegen die koloniale Ordnung im Nahen Osten. Ich habe über Flyer und über den WhatsApp-Status von dieser Demonstration mitbekommen und mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute diesen Status geteilt haben und damit auch zu erwarten war, dass sehr viele Leute an dieser Demonstration teilnehmen werden. Ich habe mir den Flyer durchgelesen und geguckt, was diese Initiative für Palästina schreibt. Und mir ist aufgefallen, dass sie sehr gute und wichtige Inhalte dort formuliert haben. Und deswegen habe auch ich den Entschluss gefasst, auf jeden Fall an dieser Demonstration teilzunehmen. Leider ist es dann so gekommen, dass die Versammlungsbehörde in Berlin gestern Nachmittag noch diese Versammlung verboten hat und damit auch die Demonstration untersagt hat. Ich dachte mir, ich komme trotzdem her, um mir ein Bild zu machen, um eventuell auch genau dieses Video hier aufzunehmen. Ich bin dann mit der U-Bahn hierher gefahren und mir ist dann aufgefallen, dass schon der U-Bahnhof Bernauer Straße übersät war mit Polizeibeamten, die alle aussteigenden Personen genau unter die Lupe genommen haben und jeden Auffälligen dann angesprochen haben, ihn gebeten haben, gar nicht erst hochzugehen und den Platz hier nicht zu betreten. Mich haben sie Alhamdulillah nicht angesprochen, deswegen bin ich hochgekommen, habe dort einen Bruder getroffen, den ich angesprochen habe, woraufhin auch direkt zwei Polizeibeamte auf uns zukamen und uns gefragt haben, was wir hier tun und infolgedessen uns auch gebeten haben, den Platz zu verlassen. Was auffällig war an der Haltung der ganzen Beamten, die hier übrigens vor 2 Stunden noch komplett verteilt waren, war, dass diese Beamten alle sehr angespannt wirkten, bis hin zu aggressiv wirkten und dass sie eine sogenannte Null-Toleranz-Politik hier an den Tag gelegt haben. Das heißt, sie haben überhaupt gar keine Diskussion zugelassen. Wenn zwei Leute sich hier zusammengetan haben, dann galt das schon als Versammlung, die untersagt war. Und deswegen kam es dann auch so, dass einige Leute hier mit Gewalt vom Platz geräumt wurden, obwohl sie, also so die Bilder zumindest, gar keinen Widerstand geleistet haben. Eventuell hatten sie vielleicht mit der Polizei etwas diskutiert und diese wurden dann, wie gesagt, mit Gewalt vom Platz entfernt. Und weil das so ist, liebe Geschwister, möchte ich hier folgende Frage stellen. Warum misst Deutschland beim Thema Israel mit zweierlei Maß? Also wie kann es sein, dass die deutsche Regierung hier, wenn es um das Thema Palästin geht und Israel, warum lässt sie hier nur eine bestimmte Deutung zu, nämlich die Deutung der deutschen Regierung, welche sie sich adoptiert hat? Wie kann es sein, dass eine Demonstration gegen die Ordnung im Nahen Osten, gegen koloniale Ordnung im Nahen Osten, dass sie präventiv, und das betonen sie hier, und das könnt ihr auch in den Zeitungen lesen, das sind die Berichte der Polizei, das sind die offiziellen Stellungnahmen der Polizei bezüglich dieser Verbote, dieser Demonstration, und das ist ja nur eine Demonstration von mehreren Demonstrationen zum Thema Palästin, welche verboten wurde, dass sie dort immer wieder sagen, präventiv, also vorsorgend verbieten wir diese Demonstration. Und daran können wir erkennen, dass die Deutschen hier, dass die deutsche Regierung hier eine Agenda hat, die besagt, dass wir keine andere Meinung bezüglich Palästin zulassen, dass die Ungerechtigkeit, die von Israel ausgeht, dass sie gerechtfertigt ist und dass die deutsche Regierung diese Ungerechtigkeit rechtfertigt. Und deswegen ist mein Appell nicht nur an die Muslime, an alle Menschen, dass wir unsere Augen nicht verschließen dürfen vor der Ungerechtigkeit, die in Palästin dort geschieht. Mein Appell geht aber vor allem an Muslime, dass wir uns den Mund nicht verbieten lassen dürfen, dass man uns den Haq, das Rechte, nicht wegnehmen darf. Sie können uns zwar verbieten, hier so eine Demonstration zu veranstalten, aber was sie uns nicht verbieten können, ist, dass wir sehen, was für ein Unrecht in Palästin passiert und dass unsere Geschwister dort tagtäglich leiden und dass im Jahr 2023, also in diesem Jahr, alleine schon 88 Märtyrer in Palästin gefallen sind. 88 nur in diesem Jahr, obwohl wir eigentlich nicht von einer Kriegssituation in Anführungsstrichen gerade in Palästin sprechen. Deswegen, liebe Geschwister, unsere Aufgabe als Muslime ist es, das Thema Palästin auch in Deutschland aufrechtzuerhalten. Sie wollen das Thema aus unseren Köpfen und aus unseren Herzen reißen. Wir sagen aber, wir werden Palästin, Al-Quds, Al-Aqsa, werden wir Muslime niemals vergessen. Allah Ta'ala sagt im Koran, dass wir die beste Umma sind, die der Menschheit hervorgebracht wurde, wenn, in Klammern hier, wir das Gute gebieten und das Rechte verbieten, es anprangern. Und was für ein größeres Unrecht gibt es, als das, was die Israelis heute in Palästin mit den Menschen dort tun? Dass sie sie wahllos töten und die Menschen dort massenhaft aus ihren Häusern vertreiben, unter dem Schlagwort des sogenannten Siedlungsausbaus oder des Siedlungsbaus. Deswegen, liebe Geschwister,
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, ihr gebietet das Gute und ihr werdet das Schlechte verbieten. أَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا. Oder es wird so kommen, dass Allah Ta'ala über euch eine Strafe schicken wird. Auf dann werdet ihr ihn bitten, aber er wird eure Bittgebete nicht erhören. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns niemals damit aufhören, das Gute zu gebieten und vor allem das Unrecht in Palästin anzuprangern. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.